Hier ist dein Sohn, die Riope. Du kannst dich glücklich schätzen. Er ist wirklich ein bildschöner Knabe. Wahrlich, kein schöneres Kind wird hier auf dieser Erde wandeln. Ich nenne den Knaben Narcissus. Doch wie jede Mutter mache ich mir Sorgen, wie es im Geschicksal meines Sohnes steht. Ich werde den weisen Theresias befragen. Komm nur herein, Leriope. Ich habe dich erwartet. O weiser Theresias, dies ist mein Sohn Narcissus. Er ist von solch herrlicher Schönheit wie nie ein Kind zuvor. Ich bin gekommen, um dich über sein Schicksal zu befragen. Der Grund deines Kommens ist mir wohl bekannt und ich will dir verkünden, was die Gestirne mir anvertrauten. Dein Sohn wird strahlend schön erblühen und zu einem jungen Mann von unvergleichlicher Schönheit erblühen. Und sag mir, wird er ein hohes Alter erreichen? Ja, er wird ein hohes Alter erreichen, sofern er sich selbst nicht kennt. Hab Dank, weiser Theresias. Ach Juno, meine Liebste. Was ist mein Gemahl? Weißt du nicht mehr, mein Sohn Herkules hat heute Geburtstag und anlässlich dieses Ereignisses möchte ich ihm einen Besuch abstatten. Du willst doch bestimmt nicht mit, oder? Wirst du zumal wieder zurück sein? Gewiss doch, meine Liebste. So habe ich wenigstens mal Zeit für mich. Aber Herkules Geburtstag war vor 3 Monaten. Irre ich mich? Nein, ich weiß es ganz genau. Aber warum sollte Jupiter mich betrügen? Aber was wäre, wenn... Meine Frau, die Eifersüchtige, ist auf dem Weg... Oh, glücklicher Echo, du kommst mir genau rechtzeitig. Dein großes Mondwerk ist in ganz Griechenland bekannt. Möge deine listige Zunge nun die höchste aller Göttin täuschen. Zum Zeichen meines Dankes gebe ich dir diesen Ring. Lass mich vorbei, Nymphe, ich bin sehr in Eile. Bist du nicht Juno, die Gattin des Jupiters und Göttin der Ehe? Natürlich bin ich das, du Unwissensgeschöpf. Aber sag mir, hast du meinen Gemahl gesehen? Als Statue in vielen Tempeln und auch nicht wenige Male bei Festen auf dem Olymp. Aber ich meine, ob du ihn heute gesehen hast? Wen denn, meine Herrin? Meinen Gemahl, den großen Jupiter. Ach, dann seid ihr wohl Juno, die Göttin der Ehe. Ja, du nichtsnütziges Geschöpf. Was tust du denn hier, meine Liebste? Das gleiche könnte ich dich fragen, Gemahl. Auf meinem Rückweg zum Olymp traf ich meine Tochter Diana, die in diesem Wald auf die Jagd ging und begleitete sie ein Stück. Lass uns zum Olymp zurückkehren, meine Liebste. Diesen Ring kenne ich. Er gehört meinem Gemahl. Er muss ihn dir gegeben haben. Der Zunge Gewalt, die mich arglistig betrogen soll. Der Gering hinfort und kurz der Stimme Gebrauch sein. Knie nieder. Und jetzt versuche zu sprechen. Zu sprechen? Seht, da ist der junge Narzissus, ein Knabe von 15 Jahren. Sein Haar ist feingesponnenes Gold. Sein Leib wie reines Elfenbein. O holder Narzissus, erhöre uns doch! Ist jemand da? Ist da? Komm! Komm! Warum meidest du mich? Meidest du mich? Wollen wir uns hier vereinigen? Uns vereinigen? Weg deine Hände! Lieber den Tod als mich, der Schenken begehre ich! Mich, der Schenken begehre ich! Thank you.
Bei den Göttern! Welch schönes Antlitz! Nie zuvor habe ich einen solch hübschen Jungen gesehen. Wehe mir, nun begreife ich. Holder Jüngling, umsonst wurdest du geliebt. Ah! Leb wohl.